Videostreaming-Dienst, um das dann auch gut einbinden zu können. Ich habe das jetzt hier nochmal zusammengefasst. Also was sind die Orca-Features? Es geht um dieses Repositorium, das heißt, man kann auf Daten zugreifen, auf freie Bildungsressourcen, man kann die hochladen. Man ist allerdings eingeschränkt, nämlich das ist auch Teil unserer Qualitätssicherung. Das heißt, es dürfen nur Lehrende aus nordrhein-westfälischen Hochschulen das hochladen, weil man dann annimmt, qua Amt sind die Inhaltsexpertinnen und stehen für die Qualität. Was wir machen, ist eben, dass wenn das Material hochgeladen wird, einmal zu schauen, stimmen die Lizenzen. Das heißt, es muss unter einer CC-Lizenz stehen und sind die Metadaten, also die Verschlagwortung, korrekt eingestellt. Und damit zusammen hängt auch eben diese Suchfunktion. Das heißt, Sie können auf dem Portal, das sieht man sehr prominent, wenn man auf Orca NRW geht, sieht man so einen Suchschlitz, den man von Google her kennt. Und dahinter steckt eben auch ein eigener Index, nämlich nicht der Google-Index, sondern der sogenannte Open Educational Resource Search Index, kurz ERSI. Der indiziert freie Bildungsmaterialien und das Tolle daran ist, der ist bundeslandübergreifend. Das heißt, Sie finden bei uns nicht nur Materialien aus Nordrhein-Westfalen, da ist noch nicht so viel da, weil wir auch noch nicht so lange am Start sind, sondern Sie finden auch Materialien aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, aus Hamburg und so weiter. Und vice versa. Das heißt, im Hintergrund läuft da eine Koordinierung ab. Das hängt mit den Metadaten eben zusammen. Dann gibt es eben das Material, was wir anbieten als Lehr-Lernmaterial zum Selbststudium auf Moodle und Elias. Da kann jeder Mann und jede Frau sich das anschauen. Es gibt, wie erwähnt, den Streaming-Dienst für Videos. Und es gibt darüber hinaus noch Services rund um das Thema digitale Lehre. Unter anderem eben gerade so aus dem Bereich Open Education Resources kommen ja immer Rechtsfragen auf. Das heißt, wie ist es mit Urheberrechtsverletzungen? Drohen mir Abmahnungen? Wie ist das gehandhabt? Und da beziehen wir eine sogenannte Rechtsinformationsstelle mit ein, wo Lehrende Anfragen stellen können und dort Informationen zu bekommen. Es gibt darüber hinaus auch noch hochschuldidaktische Angebote. Das haben wir einen Partner, die Hochschuldidaktik DHNRW, also auch ein gefördertes Projekt, die sich jetzt auch mit der digitalen Transformation, was wir jetzt mit Corona auch im Schnellverfahren erlebt haben, auseinandersetzen und da Qualifizierungsangebote zur Verfügung stellen. Und diese ganzen Angebote, also die Materialien, die Dienstleistungen, sollen alle auf einer zentralen Stelle verfügbar sein, nämlich auf dem Landesportal. Warum machen wir das? Was sind also die Ziele von Orca NRW? Da habe ich unterschieden, also einmal grundlegend, es geht eben um diese Bündelung, weil in NRW schon seit vielen Jahren viel gemacht wurde zum Thema E-Learning oder jetzt digitale Lehre und dass das auf einer Plattform verfügbar gemacht wird. Die haben wir jetzt aufgebaut, sind auch noch nicht fertig, also das wird weiterhin bearbeitet, es geht weiterhin darum, zu schauen, wie kann man die Informationen gut ausspielen, also zielgruppenadäquat. Es geht darum, die Materialien zum Selbststudium anzubieten. Die sollen dann auch medienbruchfrei präsentiert werden. Das heißt, sie kommen auf das Portal und werden dann abgeführt auf einen Kurs, der dann ähnlich aussieht wie die Webseite, sodass man nicht merkt, dass man jetzt in Moodle ist. Also nicht so brachial der Unterschied, sondern da ist das Schlagwort immer medienbruchfrei. Und es geht eben um diese Sichtbarmachung als Ziel, wo wir dann schauen, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit zusammen, nur kurz erwähnen, also die Geschäftsstelle hat einen Stellenumfang von 20 Personen, da ist jetzt knapp über die Hälfte besetzt. Ab Januar ist auch nochmal Zuwachs, unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit. Und da geht es eben darum, wie schaffen wir es, an die Hochschulen zu kommen, also mit so Kampagnen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, gute, attraktive Angebote zu präsentieren, die jetzt auch direkt an den Bedarfen der Hochschulen ansetzen. Genau, dann geht es eben um die didaktische Weiterentwicklung, um die Hochschullehre, was wir heute Morgen in der Keynote von Herrn Viada gehört haben, eben entsprechend, also eine Wertschätzung, eine Reputation für die Lehre voranzutreiben. Das ist ja auch mein Ziel. Und ein Mittel ist dazu nämlich auch die Open Education Resources.
als Hebel, um diese Ziele zu erreichen. Und dazu sind aber eben bestimmte Dinge auch erforderlich, wie jetzt eben diesen Qualitätssicherungsprozess. Das heißt, alle Materialien, die man dann findet auf Orca, laufen durch einen Qualitätssicherungsprozess. Weil es ja oft so ein Argument ist von Menschen, die der Idee vielleicht kritisch gegenüberstehen, die dann sagen, ja, wie ist es dann mit der Qualität? Da kann ja jeder was reinschreiben, da kann jeder was hochladen. Das ist nicht so, sondern da findet eine Qualitätssicherung statt, was aber auch so ein Balanceakt ist zwischen Offenheit und ja, einer Kontrolle. Also uns ist natürlich auch bewusst, dass diese Qualitätssicherung jetzt nicht als Bürde über die Lehrenden gestülpt wird und man da wie bei einem Peer Review von wissenschaftlichen Publikationen umfangreiche Verfahren durchläuft, das würden Lehrende nicht mitmachen. Das ist uns auch bewusst. Wir versuchen jetzt eben im ersten Schritt darauf zu achten, dass es technisch funktioniert und dass die Metadaten korrekt angegeben sind. Da nutzen wir einen bestimmten Standard, um eben die Auffindbarkeit zu gewährleisten, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Bundesländern. Und es geht darüber hinaus um die Sensibilisierung. Da gibt es ja die Förderlinien, das ist gerade eine Frist ausgelaufen, Ende Oktober, wo so eine Art Nudging, also so ein sanfter Ellenbogenstoß betrieben wird, in dem also das Land mit den Geldscheinen wedelt und sagt, hier, ihr könnt Fördermittel beantragen, müsst aber im Umkehrschluss euer Materialien als OER freigeben. Und da entsteht natürlich so eine Sensibilisierung, dass Menschen sich zum ersten Mal mit der Idee auseinandersetzen müssen, weil sie ja die Fördermittel einwerben wollen. Wir begleiten die aber auch unter anderem durch die Netzwerkstellen, die eben vor Ort sind, an den Hochschulen, die dann die Fragen beantworten oder an uns weiterleiten und wir gemeinsam versuchen, da eine Kompetenzentwicklung vorzunehmen, sodass man OER also nicht mehr so fremd gegenübersteht. Und was wir auch machen, ist eben eine, ich nenne das immer gerne, OER-freundliche IT-Infrastruktur aufzubauen, wo es darum geht, Standards zu gewährleisten, die im Bereich Metadaten verwendet werden, wo es auch darum geht, mit Hilfe der Technik bestehende OERs, die auf irgendwelchen Servern bei den Hochschulen liegen, die Schätze zu heben. Da gibt es auch Ideen, wie man das machen kann. Dafür braucht es dann aber technische Entwicklung, dass die Materialien dann eben auch indiziert werden und auf Orca angezeigt werden, also durchsuchbar sind. Und es geht um die Community-Arbeit, die wir an ganz vielen Stellen machen, also mit den Hochschulen, aber auch darüber hinaus. Und es geht natürlich dann auch um die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch ein ganz zentrales Ziel, weil jetzt sind wir gestartet und dann will man natürlich auch wissen, wie bewährt sich das, wie wird das Angebot angenommen. Und da versuchen wir jetzt auch uns zu überlegen, wie man das am besten macht. Also, dass man die Hochschulen über die Leitungsebene mitnimmt, die Lehrenden natürlich über einschlägige Veranstaltungen wie Tag der Lehre und so weiter. Und das soll natürlich immer Mittel zum Zweck sein. Also im Idealfall, dass die Menschen auf Orca die Dinge suchen, die sie brauchen und Orca als Teil einer neuen digitalen Bildungs, Ökologie mit aufnehmen. Also ihre Studierenden zum Beispiel dahin schicken und sagen, guckt euch doch mal die Kurse an, kommt wieder zurück. Also das sind ganz viele Dinge möglich. Und das ist auch eine der Besonderheit. Ich habe das hier versucht mal grafisch zu visualisieren. Also ich nenne das immer so ein soziotechnisches System. Wir haben die Plattform mit IT-Komponenten, mit Software, aber auch mit Schnittstellen eben zu anderen Systemen. Wir haben die Geschäftsstelle, die eben die Projekte betreut, die Fragen beantwortet. Wir haben verschiedene Stakeholder, wie das Ministerium. Wir haben ganz viele Partner, wie Moodle oder Ilias Communities und Netzwerke. Und dann gibt es eben diese Besonderheit des Netzwerk-Landesportals. Das sind die Orca-Botschafterinnen, die an den jeweiligen, also an den 37 Hochschulen sitzen oder an den Universitäten oder an den Kunst- und Musikhochschulen. Das sind also verschiedene Komponenten, die jetzt zusammen geführt werden. Und das ist jetzt das Spannende und auch das Herausfordernde. So, da bin ich jetzt im Schnelldurchlauf da. Ich würde jetzt versuchen, hier parallel auf den Chat einzugehen, und da einige Fragen zu beantworten. Welche Software für Kollaboration? Das ist HamHub. Können also Universitäten aus anderen Bundesländern die Lehrmaterialien nutzen? Genau, also nutzen kann man alles.
bieten das ja dann auch zum Download an. Also wenn Sie auf Orca-Materialien treffen, dann können Sie die runterladen. Da gibt es keine Beschränkung, also keine Abfrage, sind Sie jetzt aus NRW oder nicht. Nur der Upload wurde gesagt, der ist jetzt mal beschränkt auf Lehrende von nordrhein-westfälischen Hochschulen. Aber nutzen können das alle. Da ist keine Hürde. Genau, ob Nutzende die Bildungsressourcen-Kommentar zur Qualität, genau, das wäre dann die nächste Stufe. Also ich habe jetzt nur von der untersten Stufe gesprochen, das sind wir gerade am Überlegen. Da geht es genau darum, was Martina, du schreibst, über die Einbindung der Community, wo wir versuchen, also was man so aus Social Media kennt, vielleicht einzubinden, was zum Teil aber auch kritisch gesehen wird, weil man sich nicht beliken oder Daumen hoch sehen will. Die technische Basis von Orca, genau, das ist ja und nein, also ist eine Eigenentwicklung, weil nämlich bestehende Komponenten zusammen verschränkt werden. Also es gibt eben das CMS, da nutzen wir Drupal. EduShare haben wir jetzt nicht, sondern wir nutzen von dem Hochschulbibliothekszentrum ein System Fedora als Datenbank. Bei dem Videostreaming nu nutzen wir Opencast. Für die Kollaboration nutzen wir eben HumHub und noch Moodle und Ilias, also Open Source Komponenten, die, und das ist jetzt gerade die große Herausforderung, die so gut zu verschrauben, miteinander zu vertraten. Und dann gibt es eben noch so ein Anmeldemanagement, weil wir uns über DFN, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutsches Forschungsnetz, über das Schibboleth, also Single Sign-On, authentifizieren. Also wir sind als Service Provider jetzt gelistet und Sie können über Ihre Heimateinrichtung dann teilnehmen. Das ist an verschiedenen Stellen noch hakelig, weil eben es sehr komplex ist. Dominik Theiss fragt, ist eine Anbindung an die nationale Bildungsfunktion angedacht? Also von unserer Seite aus ja. Wir versuchen da einmal die Fühler auszustrecken, ist allerdings von der Gegenseite, sage ich mal, bisher eher Funkstille. Dass also wir sind da offen, wir würden uns auch freuen, wenn wir so Dinge wie den ERSI da auch mitdenkt. Die nationale Bildungsplattform ist ja viel, viel größer als was wir machen, umfasst ja mehr Komponenten der Hochschule als nur die Lehre. Dann kommt noch eine Frage von Jürgen Handke. Können wir genau, also das würde gehen. Also über die Indizierung. Also wenn, ich habe das auch gelesen, dass über die RWTH jetzt der Virtual Linguistics Campus angedockt ist und wo wir gerade dabei sind, ist eben zu schauen, wo gibt es sowas, also wie jetzt in Aachen, um dann mit dem Hochschulbibliothekszentrum in Köln zu sprechen, die eben dann auf euch zugehen würden und schauen, dass die Materialien, wie jetzt die YouTube-Videos, indiziert werden. Also wir haben ja, wenn man auf Orca geht und schon sucht, haben wir zum Beispiel auch Kurse aus Lübeck von On Campus und so ähnlich könnten wir das auch machen. Also es würde einen Hub geben, was der aber dezentral verteilt ist und basiert auf auf diesem gemeinsamen Suchindex. Es kommt noch eine Frage von Tobias Ihle: Sind betreffende Kurse an Hochschulen NRW anrechenbar? Das ist noch so ein Punkt. Es ist also eher nein, sondern grundlegend wurde gesagt, dass es darum geht, zum Selbststudium, also Studieneingangsphase zum Beispiel, dass man eben da jetzt, weil das würde dann ein ganzes Fass von neuen Fragen aufmachen, wenn es darum geht, wie es dann mit Prüfungen und so, also eher nicht. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen gehört oder zur Kenntnis genommen und ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende der Session. Ich entschuldige mich nochmal für die tontechnischen Herausforderungen und danke allen sehr für die Geduld. Ich bin erreichbar per E-Mail, per Twitter. Kommen Sie, kommen gerne auf mich zu. Jürgen, das gilt auch für dich. Schreib mir da gerne eine Mail, dann nehme ich die Fragen auf und wir arbeiten dann an einer gemeinsamen Lösung. In dem Sinn danke ich nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen noch ein spannendes University Future Festival.